Hi, heute soll es nochmal um Cake DeFi gehen. Und wie du vielleicht weißt, ich hatte ja Anfang Juni bereits ein Video zu Cake DeFi gemacht. Und was mir hier besonders gut gefallen hat, war der enorme Cashflow. Solltest du das noch nicht gesehen haben und du dich generell für Dividenden oder auch Cashflow im Allgemeinen interessieren solltest, dann schau gerne das erste Video nochmal an, denn da erkläre ich ein bisschen mehr dazu. Ich werde dieses Video hier an dieser Stelle oben rechts für dich verlinken. Heute möchte ich mal zurückblicken auf die ersten Wochen, die ich hier mit Cake DeFi erlebt habe. Wie waren meine Einnahmen? Wie hoch wäre denn mein Cashflow gewesen, wenn ich verkauft hätte? Wie ist der Kurs und so weiter? All das sind die Fragen, die ich gerne mit dir gemeinsam mal durchgehen möchte. Und ja, schau mir gerne über die Schultern, informiere dich, ob vielleicht auch DeFi-Coin etwas für dich sein könnte. Natürlich gehe ich auch noch mal kurz auf die Risiken ein, denn ich möchte hier nichts beschönigen. Aktuell ist es sogar so, dass DeFi hier mit 101,7% Rendite pro Jahr rechnet. Also nur mal als Beispiel, nehmen wir an, ich hätte jetzt 1000 DeFi-Coins gekauft, dann würde das bedeuten, dass ich am Ende des Jahres, also nach 12 Monaten, ungefähr genauso viele Coins, also um die 1000 Stück, am Ende des Jahres on top gratis dazu bekommen habe, aufgrund des Staking-Vorgangs. Und das ist natürlich eine mega gute Rendite. Natürlich ist immer noch abhängig, was macht denn aktuell der DeFi-Kurs. Aber das nur mal am Rande. Ich finde das Thema mega interessant und genau deswegen wollte ich das mit dir jetzt gemeinsam mal anschauen. Viel Spaß mit diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian und ich möchte dich investitionssicher machen. Solltest du noch kein Abonnent von mir sein, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu ändern. Das kostet dich auch nur einen Klick und für mich ist es auf jeden Fall Motivation pur, dass ich hier mit diesem Kanal auf dem richtigen Weg bin. Vielen Dank schon mal für deinen Support. Also gut, ich habe hier schon mal ein paar Zahlen vorbereitet. Ich werde jetzt auch gleich im Einzelnen zu jeder Zahl was sagen, damit du weißt, was welche Zahl bedeutet und damit du dich hier gut zurechtfindest. Ich habe jetzt hier erstmal angefangen und zwar meinen Ist-Stand aufzuzeichnen. Ich habe am 6.6. etwas gekauft. Dazu hatte ich ja das Video gemacht. Dann habe ich hier nochmal am 9.6. nachgekauft. In Summe also sind das hier 364 plus 200 sind 564. Dann habe ich nochmal 9 Coins geschenkt bekommen und 5 Coins circa durch Staking gemacht. Das sind quasi hier 578,61 Coins zum Zwischenstand. Dann bekomme ich jede Woche von Cake DeFi eine E-Mail, wo drin steht, wie viel Einnahmen ich durch Staking gemacht habe. Am 14.06. kam eine E-Mail für die KW 23 und da stand drin, ich habe 7,22 Coins dazu gewonnen durch Staking. In der Woche darauf waren es 8,4, 8,3 und so weiter. Ich muss jetzt hier kein betreutes Vorlesen machen. Du siehst also, nach 7 Wochen habe ich hier 57,16 Coins durch das Staking generiert. Und wenn ich jetzt hier nochmal den Taschenrechner bemühe, rechnen wir einfach mal 57 durch 7, dann sind das im Durchschnitt 8,14 Coins pro Woche. Und jetzt habe ich mal geschaut, was wäre denn, hätte ich sie pro Woche verkauft, die Coins? Dazu müsste ich ja dann wieder hier den Marktpreis annehmen. Und zwar der Marktpreis, den siehst du hier. Ja, das ist hier von KuCoin. Und zwar ist der aktuelle Kurs bei 2,41 Dollar, sorry, das sind hier Dollar. Und ich habe ungefähr hier zu diesem Zeitpunkt eingekauft. Also mein Einkaufskurs war ungefähr bei 3,50, zwischen 3,30, 3,50 irgendwo. In dieser Spanne habe ich eingekauft. Das heißt, du siehst hier schon mal, seit meinem Einkauf hat sich der Kurs leider relativ nach unten bewegt und das ist natürlich nicht so schön. Nichtsdestotrotz, ich habe einfach mal die Ist-Dollar-Werte dazu geschrieben, zu dem Zeitpunkt, wo sie eben waren, an dem Tag, wo quasi hier der Stichtag war. Und du siehst hier, dass ich die 7,22 Coins hätte verkaufen können für 23,4 Dollar. Das entspricht pro Woche 1,23% Rendite auf meinen Gesamtinvest, also hier auf die 1900 Dollar. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,23% pro Woche, das ist durchaus eine Rendite, wo ein Dividendentitel das im ganzen Jahr auszahlt. Ja, und das ist an dieser Stelle einfach mal phänomenal. Und das möchte ich dir an dieser Stelle auch einfach nur mal mitgeben, diese Möglichkeit, die es hier gibt, 1,2% pro Woche zu machen. Und wohlgemerkt, das sind 1,2% auch nur deswegen, weil der Kurs hier noch ja, relativ niedrig war, beziehungsweise ist er ja dann noch niedriger gegangen. Im Tief waren es sogar 1,82 Dollar nur. Das heißt, da wären 8,22 Coins lediglich nur noch
nur noch in Anführungsstrichen 0,79% auf mein Investment gewesen. 0,79% in einer Woche wohlgemerkt ist auch immer noch phänomenal gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich wird dann hier rauskommen, hätte ich jede Woche es verkauft zu diesem Kurs und wie der Kurs eben gerade war, das sind halt jetzt angenommene Werte, dann wäre ich nach diesen 7 Wochen bei 137,5 Dollar an Einnahmen gewesen. Und auch das finde ich ist eine Mega-Rendite. Ich vergleiche es an dieser Stelle immer gerne wieder mit Aktien, weil wenn ich eine Aktie kaufe und 1.900 Dollar investiere, was ungefähr 1.500 Euro sind, ja, dann kannst du dir selber ausrechnen, wie lange müsstest du die Aktie halten, um dort entsprechend 137 Dollar rauszubekommen. Ist im Aktienmarkt eher ganz selten möglich mit so einem geringen, vergleichsweise geringen Invest. Aber gut, hier auf der rechten Seite siehst du auch nochmal die Einnahmen quasi in einem Diagramm. Das sind die Einnahmen pro Kalenderwoche. Ich zeige dir jetzt gleich im Anschluss auch nochmal, wie genau das hier so rein theoretisch funktioniert, damit es einfach für dich vielleicht besser verständlich ist. Also gut, ich habe versucht, das Ganze für dich nochmal ein bisschen deutlicher darzustellen. So wird es, denke ich, auch nachvollziehbarer für jemanden, der damit noch gar keine Berührungspunkte hatte. Du hast gesehen, in der Tabelle habe ich 578 DeFi-Tokens am Anfang gehabt. Damit habe ich jetzt erstmal gestartet. Und ich bekomme also pro Woche im Durchschnitt 8 Tokens. Ja, das hast du auch gesehen, haben wir ja ausgerechnet. Das waren 8,14 Tokens. Ich habe jetzt hier einfach mal 8 Tokens geschrieben. Es gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich hier tun kann. Ich kann die erste Variante nehmen und zwar kann ich sagen, ich möchte gerne alle Tokens, die ich hier durch das Staking generiere, automatisch wieder in meinen Staking Pool geben und damit wird der Staking Pool immer größer und der Zinseszinseffekt kann täglich für mich arbeiten. Wenn du das auch willst, das kannst du hier bei Cake DeFi in der Plattform einstellen und zwar gehst du auf Produkte, auf Staking und dann findest du hier die Einstellungen automatischer Zinseszins an. Oder wenn du das eben nicht möchtest, kannst du auch ausschalten. Ich zeige dir gleich, was passiert, wenn du es auf ausstellst. Dann kommen wir nämlich zu Variante 2. Die Variante 2 heißt, du möchtest eben nicht das automatische Staking Pool geben. Das heißt, die Tokens gehen erstmal in dein Konto und dann verkaufst du sie sofort. Ja, das wäre jetzt aus meiner Sicht die zweite Variante. Ich verkaufe sie mehr oder weniger sofort. Wobei sofort natürlich auch relativ ist. Du könntest auch täglich verkaufen, sobald du also einen Coin kriegst. Kannst du ihn verkaufen? Ich habe jetzt hier einfach mal angenommen, du verkaufst die wöchentlich, so wie auch in der Tabelle dargestellt. Ja, das würde jetzt bedeuten, du kriegst jede Woche 23 Dollar, 22 Dollar und so weiter. Du siehst es ja. Das wäre die Variante 2 aus meiner Sicht. Es gibt natürlich noch eine dritte Variante, die ist so ähnlich wie die Variante 2. Hier gehen auch wieder deine Coins in das Konto. Du hast also auch hier wieder den Zinseszinshaken nicht gesetzt und damit gehen die Tokens auch wie in Variante 2 in dein Konto, nur hier wirst du sie halt nicht regelmäßig verkaufen, also Woche um Woche, sondern du lässt sie einfach liegen, solange wie du möchtest und verkaufst sie an einem Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sie verkaufen möchte. Aus welchem Grund auch immer. Du kannst sie aber auch einfach liegen lassen. Und ja, aus meiner Sicht wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, um Tokens zu verkaufen, wenn der Kurs des DeFis gerade hoch steht. Ja, du hast auch gesehen, bei KuCoin, dass der Kurs gerade unter meinem Einstiegskurs liegt. Deswegen wäre ich jetzt an der Stelle noch nicht bereit zu verkaufen, sondern würde sie stattdessen lieber liegen lassen, wenn ich den Variante 3 nehmen würde. Wie mache ich das jetzt? Du kannst es dir sicher schon denken. Ich mache die Variante 1. Die Variante 1 ist mein präferiertes Modell, denn ich mag momentan es sehr, dass die Tokens, die generiert werden, automatisch den Staking Pool vergrößern und dadurch der Zinseszinseffekt sich vollends entfalten kann. Und das täglich. Aktuell bedeutet 8 Tokens auf 578 DeFi Tokens eine Rendite von 1,4% pro Woche. 1,4% Rendite pro Woche. Wenn ich jetzt das Ganze mal weiterspinne, ich mache mal dazu den Rechner an, und zwar 8 Tokens mal 52 Kalenderwochen sind 416 Tokens, die ich in den nächsten 12 Monaten generieren würde. Wenn ich das jetzt noch addiere zu den 578, dann bin ich bei 994 Tokens, die ich heute in einem Jahr hätte. Wenn ich jetzt hier noch annehme, dass diese Rendite bei 1,4% bleibt, dann rechne ich das mal 1,4% und dann siehst du schon, aus 8 Tokens pro Woche werden in einem Jahr schon 13,9 Tokens, also aufgerundet eigentlich schon 14 Tokens pro Woche, die ich bekomme. Und
Wenn jetzt auch noch die Fantasie mit mir durchgeht und ich sage, hey, vielleicht ist ja der Token nächstes Jahr nicht nur 2,50 Dollar wert, sondern vielleicht ist er nächstes Jahr um die Zeit auch schon 5 Dollar wert. Dann kannst du dir auch ausrechnen, 13,9 mal 5 Dollar sind entsprechend pro Woche schon 69 Dollar Rendite pro Woche. Das sind jetzt nur ein paar Zahlenbeispiele. Ich hoffe, es ging dir nicht zu schnell, aber ich denke, das ist nachvollziehbar, was ich gerade hiermit meine. Du siehst also, dass die Variante 1 durch diesen Zinseszinseffekt entsprechend richtig was ausmachen kann. Und momentan bin ich noch in einer Lebensphase, wo ich die 70 Dollar jetzt gerade nicht brauche, wo ich auch noch anderweitig Geld verdiene. Aber es kann auch mal der Moment kommen, wo ich sage, ich möchte mehr reisen. Ich habe vielleicht keinen festen Job. Dann freue ich mich über diese passiven Einnahmen hier. Und natürlich würde ich dann sehr wahrscheinlich nicht pro Woche verkaufen, sondern einmal im Monat, was in diesem Beispiel bei 70 Dollar, das mal 4 gerechnet, sind wir ungefähr bei 280 Dollar pro Monat, was ja auch schon wirklich ein schöner Nebenverdienst ist. Einfach mal so passiv. Und wohlgemerkt, ich habe ja lediglich ursprünglich mal 1900 Dollar investiert. Also das ist schon eine mega krasse Rendite. An dieser Stelle nochmal ganz klar gesagt, das klingt alles super, alles richtig, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Gefahr. Wie gesagt, du und ich, wir wissen jetzt gerade nicht, was passiert denn mit DeFi. Also die Blockchain selbst hat ein paar interessante Projekte und ich hoffe natürlich, dass das was wird. Aber man muss der Tatsache ins Auge sehen, es kann natürlich auch floppen und es kann sein, dass diese DeFi-Tokens irgendwann mal wertlos sind. Ja, das ist die große Gefahr dabei. Und ja, wenn diese Risiken nicht wären, dann wäre das für mich hier ein absoluter No-Brainer. Dann würde ich hier wirklich richtig viel Geld investieren und vom Cashflow leben. Da ich aber ein bisschen, ja, es ist wie immer, ich sag mal so, je mehr Renditechancen du hast, desto größer ist meistens auch das Risiko. Das ist hier aus meiner Sicht nicht anders. Und deswegen solltest du jetzt hier an dieser Stelle Interesse haben, das auch zu machen. Den Link dazu findest du in meiner Videobeschreibung und dann bekommst du sogar bei der Anmeldung nochmal 50 Dollar aktuell. Solltest du dich, glaube ich, schnell anmelden. Ich weiß gerade nicht, wie lange das gilt, aber du bekommst 50 Dollar in DeFi-Tokens quasi gleich gratis bei der Anmeldung. Die Bedingung ist, dass du auch selber nochmal 50 US-Dollar Minimum dorthin überweist und dann quasi investierst. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir, wie gesagt, was Neues beibringen. Lass mich gerne mal wissen, wie du das Ganze hier siehst, ob du selbst auch schon investiert bist oder ob du Lust hast, damit anzufangen. Also ich persönlich finde das mega interessant und nochmal bitte nur so viel investieren, wie du bereit bist, auch im Zweifel zu verlieren. Ich persönlich denke nicht, dass das hier auf Null fällt, aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. In diesem Sinne, ich wünsche dir was, hab ganz viel Erfolg bei deinen Investmententscheidungen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.